Ja, hier willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir hier und da so ein paar kleine Besorgungen gemacht, hier und da ein, zwei Gegenstände bekommen und hier und da ein paar Titel ergattert. Und wir sind jetzt hier in Exile, weil hier soll sich ja Maxfield befinden, also ja. Ich habe den Ort, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal hier offscreen durchgekämmt. Ja, wenn er hier irgendwo sein soll, dann werde ich nochmal extra meine Augen offen halten und ja, jede einzelne Wand hier abknutschen und weiß ich nicht. Mit jedem möglichen nochmal sprechen. Zum Beispiel sie hier. Ich wollte schon sagen, wenn du ihr Augenkompliment machen kannst, ne? Ich finde das so geil, als sie genauso aussieht wie Rain. Hat irgendwie was. Ja. Hallo Prinzessin. Oh, oh. Bist du nicht gut drauf? 999 Geld, sehr gut. Ich brauche wieder ein bisschen Geld. Ja, eigentlich nicht. Hey! Wie geht's Ihnen, Madame? Das sagst du zu jeder, oder? Oh nein, nicht wirklich. Du bist ein Draufgänger. Jo, ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich mit jeder Frau schon geredet habe. Also mit Zellos nicht, aber. Ich habe bestimmt mit jeder einzelnen Person irgendwann mal geredet. Ja, das kann natürlich sein. Das ist noch was. Habe ich auch nicht gewusst. Deswegen haben wir den Gigolo-Titel jetzt bekommen. Sehr gut. Da, an der Geschichte, dass der Anführer von Exile einen Pakt mit Maxwell geschlossen hat, könnte etwas Wahres dran sein, wenn es in der Stadt einen Hinweis auf Maxwell gäbe. Ja. Er bedeutet ja irgendwie, dass es jetzt, nehme ich mal, nicht offensichtlich ist, dass Maxwell hier ist. Weil sonst wüssten ja die Leute hier davon, oder? Also der wird jetzt wahrscheinlich nicht, ist klar, dass er nicht auf irgendeinem goldenen Podest oder so zu sehen ist, sonst hätte ich ihn ja längst gesehen. Aber er scheint irgendwie in so einem geheimen Ort oder so zu sein. So, hier habe ich auch irgendwie geguckt, weil ich dachte, hier wäre vielleicht was, aber ist auch nichts. Enttäuschend. Auch nix. Anders machen, außer ich, wenn die abknutschen, kann ich nicht. Sehr weit über Maxwell. Oh, geh weg. So. Vielleicht hier irgendwie. Ich habe mal versucht, hier von jedem einzelnen Ausgang hier mal aufs Feld zurückzugehen. Hat dann auch nicht geklappt. Also, ja. Keine Ahnung. Irgendjemand finden oder so und dann sagt irgendwie hier der Bürgermeister oder der Anführer und so hier so, ja, übrigens, Maxwell ist irgendwie da hinten. Energietabellen, waren das nicht diese Dingens hier? Oh ja, cool. So, dafür können wir ruhig mehr bekommen. Mit Anführer habe ich auch schon mal geredet hier. Weil der Anführer von Exile soll ja irgendwie, also der erste Anführer soll ja irgendwie einen Pakt mit Maxwell geschlossen haben. Dann ist die Stadt hier am Rumfliegen gewesen. Hühnchen Fleisch. Prinzessin, ja, geht's dir gut? Mach der Rune. Aber meine süßen Prinzessin, Mama sagt, Wünschen sind böse. Bist du böse? Ja, deswegen gibst du mir einen Apfel. Geh. So, hey, na? Wir kümmern uns Virginia. Bla, ja, okay. Hier ist auch irgendwas, ne? So. Nein. Na gut. So, dann weiß ich nicht. Irgendwie. Na, ja, das ist auch ein Weg, ne? Und da irgendwie vielleicht hin? Aha! Boah, was? Okay, sehr gut. Aha. Das Ironische ist irgendwie, der Weg ist mir irgendwie schon mal irgendwann so im Blickwinkel gewesen, aber irgendwie habe ich nie daran gedacht, mal versuchen, da hinzukommen, ey. Ich dachte mir, wär so Hintergrund oder so, aber anscheinend nicht. So, okay, dann nehme ich mal an, da hinten ist Maxwell. Dann baue ich ein Team mit China.
Weiß noch nicht, wen wir da reinnehmen. Bossea. Natürlich. Oder Colette mal. Ja, nehmen wir Colette. Obwohl sie hat schon so viele Titel. Lass mal jemand anderen. Ich weiß, das ist ein blöder Grund, aber egal. Wen noch? Miguel, Zellos, nur Zellos. Als Heiler hier. Und jetzt laufen wir nicht mal mit Zellos rum. Laufen wir mit Colette wieder rum. Yay! Mach mal anstatt. Ja, mach mal so. Das ist Zellos sein Harem. Okay. Aber los. Ich meine, Maxwell ist ja auch in der Form eines alten Mannes und nicht einer 20-jährigen Blondine, wie in ein anderes Tales of Spiel, dessen Name nicht genannt werden sollte. Prüfen, das sieht schon mal gut aus. Okay. Wobei ich mich ja eigentlich frage, wozu suche ich den Typen eigentlich? Den können wir ja eigentlich nicht gebrauchen, außer im Kampf. Die anderen mussten wir ja storymäßig finden. Und Maxwell, ja, die Sache hier beim Beschwören ist ja, nur China kann beschwören. Und wenn ich, falls ich sie mal im Team habe, ja, ist auch wieder so eine Frage. Und dann muss sie im Overlimit auch noch sein. Das heißt, so einen riesigen Gebrauch von den Beschwörgestern haben wir eigentlich auch nicht. Aber es ist gut, sie zu haben, oder? So, prüfen. Was ist das? Hier liegt ein Stein mit einer Gravur. Ich spüre eine Gewalt gemacht. Was mag wohl darauf geschrieben sein? Stehen. Zeig ihn mir. Wenn du den Herrscher der Materie selbst treffen willst, beweise, dass du Erde, Wasser, Feuer und Wind beherrscht. Das ist... Ist damit Maxwell gemeint? Treffen wir Maxwell, wenn wir diesen Stein die Beweise zeigen? Das ist sehr wahrscheinlich. Ich fasse es nicht, dass so etwas hier die ganze Zeit geschlummert hat. Ich fasse es nicht, dass ich die ganze Zeit übersehen habe. Beweise, was sollten wir denn machen? Ein bisschen offensichtlich. Da ist eigentlich theoretisch hätte man ihn schon viel früher holen können, ne? Also nachdem man Ifrit und Sylph, der Gnome, weiß nicht welchen Namen von meiner letzte bekommen konnte von den Vieren, aber ja, irgendwann eine Story hätte man ihn eigentlich schon bekommen können, oder? Wenn du den Herrscher der Materie selbst treffen willst, beweise, dass du Erde, Feuer, Erde, Wasser, Feuer und Wind beherrscht. Wie legen wir die Beweise vor? Okay. Und jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Erde und Feuer beherrscht. Irgendwelche Gegenstände oder so von denen? Warte mal, Feuer habe ich hier. Verdammt. Feuer, Erde, Wasser und Wind, ne? Wie legen wir die Beweise vor? Warte mal, wir haben noch von ihnen irgendwie so einen Stein bekommen, ne? Ich davon vielleicht irgendeinen Ausgriss, den ich vielleicht nicht ausrüsten sollte. Diamant. Wir haben doch alle so Dingens hier bekommen, ne? Rubin, Saphir und so was, ne? Haben die was damit zu tun? Geschenk des Geistes Feuers. Geschenk des Geistes Windes. Des Wassers. Kann es sein, dass ich jetzt einen hier verkauft habe und nicht habe? Warte mal, irgendjemand ausgerüstet. Irgendeinen, den ich habe, den ich brauche. Die habe ich auch nachdem ich die besiegt habe bekommen, oder? Geist des Lichtes, Blitz, Eises, Erde. Hier, Erde, Wind, Feuer, Wasser. Erde, Wind, Feuer, Wasser. Ja, habe ich doch.
Sack. Warum geht denn das nicht? Aquamarin. Feuer. War jetzt gerade voll Mist, aber egal. Mit nie im Leben wieder wissen, was ich den ausgerüstet hatte. Erde. Wind. So. Ich fasse es nicht. Das hat sogar geklappt. Ich bin ein verdammtes Genie. Haha, lange ist es her, dass mich jemand gerufen hat. Du bist Maxwell, stimmt's? Die haben dir Beweise erbracht, dass wir Erde, Wasser, Feuer und Wind beherrschen. Bitte schließe einen Pakt mit mir und verleih mir deine Macht. Wenn ihr in der Lage seid, einen Pakt mit Origin zu schließen, dann seid ihr wohl bereit. Also gut. Hast du uns deine Macht? Haha, nur wenn ihr mir die eure zeigt, macht euch bereit. Na? Beginnt einfach eiskalt. Wie ist er denn hier drauf in dem Spiel? Ja, dann mach mal. Wahrscheinlich ist er erst voll übermächtig und haut uns kaputt. Ne, 60.000 ist noch. Ich habe übrigens den Quietscher mal ausgerüstet, ja. Hab ich das schon gezeigt. Weil ich finde, der ist einfach der Beste. Der macht auch voll Schaden eigentlich. So, komm mal her, ne? Nein. Oh, super. Ah, Zellos ist jetzt mit Heim beschäftigt, habe ich so gesehen. Ich habe auch Colette, glaube ich, eine Erfahrungsfähigkeit gegeben, dass ihre Engel-Skills ein bisschen schneller gezaubert werden, weil ich in letzter Zeit sie irgendwie so spiele. Das passt doch eigentlich irgendwie. Weil Genesis ist der Einzige, der mit Magie angreift. Ja, okay, Zellos auch, aber... Ist er auch, dass sie ja mit Magie angreift. Ja, Kraftschub. Dingens. Was ja perfekt gerade. Tu mal Origins rufen. Oh, gut, der ist weg. Summon! Origin! Oh Gott. Oh Gott. Ja, das war... aua. Das war sehr aua. Oh Mann, der hat nur so viel. Killing Wind. Ja, super. Hast du gut gemacht, Zellos. Hättest du vielleicht mal auf uns hier zaubern sollen. Wir sind irgendwie drei Leute hier. Die voll am Frecken sind und er hält lieber sich. Arroganter Bastard, du. Boah, ich nehme diesen Angriff. Ja, sehr gut. Ja, China, sehr gut. Oh Gott. Au. Hilfe! Mein Gott, das tut so weh. Hey. Meteor Storm tut ganz schön weh. Oh Mann. Nein, keine TP. Aua. Ich mal ein bisschen ein. Was denn? Ich will ja auch eine Krafttablette hier einsetzen, Energietablette, aber wer weiß, wie gefährlich hier letzte Dungeon noch wird. Sehr gut. Au. Oh, sehr gut.
Oh, ein paar TP wieder. Ich werde irgendwie gar nicht mehr den Angriff von gestern, kann das sein. Ja, irgendwie an Vitalität oder irgendwie sowas. Aua! War sehr gut. Solange er nicht wieder mit Meteor Storm kommt, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Oh, sehr gut. War gar nicht mal so einfach, der Kampf. Ich ergebe mich. Ich habe eure Stärke gesehen. China schließt den Pakt. Sofort. Moment mal. Wir haben gehört, Maxwell hat einen Pakt mit dem ersten Oberhaupt dieser Stadt geschlossen. Wird die Geschichte so erzählt? Mit der Zeit wird es immer lustiger. Stimmt es nicht? Ich habe einen Pakt mit Mythos geschlossen. Mythos benutzt meine Macht für die Halbelfen. Ach so, so war's also. Maxwell, ich entbinde dich von Mythos. Ich bin China. Ich bitte dich, den Pakt mit Mythos aufzunehmen und einen neuen Pakt einzugehen mit mir. Haha, also gut, leg dein Gelübnis ab. Um eine Welt zu erschaffen, in der alles Leben friedlich und frei leben kann. Eine Welt, in der Halbelfen sich nicht länger auf diese Weise verstecken müssen. Verleihe mir deine Macht. Also gut, mal sehen, wie gut ihr meiner Macht die Materie selbst zu beherrschen einsetzen werdet. Oh, und lass diese Stadt auch nach dem Pakt mit mir am Himmel schweben, bis der Tag kommt, an dem die Halbelfen von allen akzeptiert werden. Haha, ich verstehe. So. Damit haben wir den letzten Geist, oder? Du hast es geschafft, China. Ja, jetzt haben wir mit allen Elementargeistern Pakte geschlossen. Was ist drauf, China? Wir verlassen uns auf dich. Aber lass es nur mir. Türkis. China lernt Summon Birth. Was? China hat den Titel Meisterbeschwörerin. Sehr gut. Titel für eine große, die sogar die Götter herbeirufen kann. TP Intelligenz. Okay. Das ist irgendwie nicht so gut, finde ich jetzt. Sie hat auch allgemein nicht so gute, habe ich gerade so das Gefühl. Ist aber was, machen wir das. So, jetzt muss ich die Dinger natürlich wieder neu umrüsten. Verhindert Unfälle aus dem Meer, ja. Er tut alle möglichen Dinger hier. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo ich was ausgesetzt habe. Ich glaube, das hier habe ich nie gegeben, ne? Oder Dingens habe ich bisher hab gegeben, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Habe ich ihn jetzt gegeben? Die trefft sich halt, ja, so mehr Stun, das wäre vielleicht bei ihm besser. TP wieder her und. Weiß nicht, irgendwann was vielleicht Intelligenz oder so erhöht. Wäre nicht schlecht. Türkis, genau, wo ist der? Hier. Ich denke von Maxwell, Schutz vor Gefahr, ja, super. Was soll mir das denn sagen? Warum ich das hier niemand ausgerüstet? Kann ich ein Kolosseum vielleicht mal geben? Gib mir immer Verteidigung. Ja, du kriegst Dingens. Also nicht. Noch mal das hier und Zaubersprüche. Ja, er ist Marktring oder irgendwie sowas. Wo ist er? Haben wir den schon irgendjemand gegeben? Dann machen wir das. Ich weiß nicht, dass sich da irgendwas ändert, aber wird ja wohl irgendwie was. Ach, ich habe bei ihr nicht. Dann nehmen wir hier den Dingens. Ja. So, alles klar. Diamanten soll ich vielleicht auch irgendjemand ausrüsten, das wäre nicht schlecht.
Dann haben wir jetzt alle Elementargeister auch endlich abgeschlossen und ich habe irgendwie noch einen Tipp zu irgendwas bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas mit Maxwell zu tun hat, aber ja, da hieß es irgendwie, ich soll an dem Weg von Lloyd denken, wo und ich soll an jenseits von Silverhand und Tetala denken. Und es soll mich auch sehr verwirren. Also, pack mit Maxwell erstmal. Zuini Maxwell to keiyaku dekita ne. Ji-chan nano ni tsuyokatta na. Mikake wa roujin da kedo, jissai ni wa sou janai kara ne. Oh, sou nanda. Seirei ni wa seibetsu mo nai hazu da shi ne. Hito ga ninchi shiyasui katachi ni sono zo o tsumuide iru no kamo. Oh, nanka yoku wakannai kedo, sugei tte koto da na. あ、まあ、いいか。ともあれ、マックスウェルがすごい力を持っているのは確かさ。戦いも楽になると思うよ。ああ、見せてもらうぜ。 Ja, wäre das nur so wäre, ey. Wenn du jetzt mal Overlimit wärst, wäre halt nicht schlecht. Du kannst ja das der Moleküle. Ob du dann jetzt 66 abziehen? Da irgendwie ein Prozentteil von ihren TP oder was? Weiß nicht. Ja, könnte sogar sein, weiß nicht. Worauf wollte ich hinaus? Ich soll abseits von Dingen suchen. Silver und Tetala, da bin ich irgendwie sofort an zum Mythos Schloss gegangen, also hier zu Velgaia. Weil irgendwie, oder ich soll zu einer Stadt mit einem Brunnen gehen. Und dass dieser Tipp mich sehr verwirren sollte. Also in dem Fall Glückwunsch, ja. Aber ich habe da auch noch nicht sehr danach gesucht. Also ja. Deswegen, keine Ahnung. Werde ich mir jetzt auch nicht in den nächsten Aufnahmesessions machen, glaube ich. Wir gehen jetzt wahrscheinlich erstmal zum Kolosseum, wenn ich hier irgendwo gelandet bin und speichern kann. Und dann sehen wir mal weiter. Ich würde aber sagen, das war's dann für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.